zusammen. Weihnachten steht ja nur unmittelbar vor der Tür und es gibt so tolle Geschenke wie zum Beispiel verpackte Kerzen oder Teelichter. Und damit die nicht einfach nur so nackt verpackt werden, habe ich die zusätzlich noch gestempelt, wie bei der jetzt zum Beispiel mit dem Set Serene Snowflake. Oder die etwas kleinere Variante habe ich bei den großen Stempeln noch einen Glitzerstein in die Mitte gepackt und mit ganz normalem Band drumherum. Dann gibt es noch die Möglichkeit eben mit den Teelichtern einfach ein kleines Tütchen Teelicht bestempeln, noch ein Stück Papier außenrum, Anhänger dran, fertig. Halt mal eben so mitbringen, wenn man irgendwo zum Essen eingeladen ist, Weihnachten, sieht nett aus und der Geschenkte freut sich garantiert. So, und ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Ich habe sogar eben einen Testlauf gemacht mit einer farbigen Kerze. Da habe ich einfach mit Weiß bestempelt auf die Serviette, zeige ich euch gleich. Das Problem ist nur, dass man bei der den Rand der Serviette sieht, was sehr schade ist. Noch weiter oder noch näher ausschneiden, glaube ich nicht, dass das so funktioniert, aber mei, müsste man probieren, aber ich glaube es nicht. Aber dennoch finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Na jedenfalls zeige ich euch jetzt, was wir brauchen, ist eine normale Kerze aus dem Handel, eine weiße Serviette, ein Stempel, je nachdem, was euch lieber ist. Ihr könnt auch Sprüche nehmen, keine Ahnung, einfach nur Hintergrundmuster oder Kränze, je nachdem. Ihr könnt auch für Taufen oder so, also ihr müsst ja nicht mal Weihnachtsmotive nehmen. Stempelkissen ganz normales, Backpapier normales und der Heißluftföhn. Für die, die keinen Heißluftföhn haben, können es auch mit dem Föhn probieren. Das dauert nur etwas oder es dauert sehr lang, weil der Föhn ja nicht ganz so heiß wird. Es ist etwas umständlicher, aber würde gehen, habe ich schon gehört. So, und ich zeige euch jetzt mal, wie wir hier die Kerze machen. Ich hoffe, es funktioniert gleich wie gehofft. Weil man kennt ja diesen gewissen Vorführeffekt, gerade bei solchen Sachen. Also einfach die Serviette auseinanderfalten. Hier habe ich mir mal ein Paket mitgenommen von Ikea. Ich weiß gar nicht, was das kam, 3,99 oder so, mit 100 Stück drin oder 50, ich weiß nicht. Jedenfalls war es ganz preiswert. Dann brauchen wir unser Stempelmotiv. Je nachdem, wie groß die Kerze ist. Auch mehrere natürlich. So, und jetzt einfach irgendwo hinstempeln. Am besten diesen geprägten Rand weglassen. Ich denke mal, das sieht man dann hinterher schon. So, jetzt einfach nur eine Schere nehmen. Erstmal grob drumherum ausschneiden. Ja, das weg. Und jetzt so, es muss nicht fein ausgeschnitten werden, aber so ein bisschen drumrum. Je nach Farbe könnt ihr euch dann genauso aussuchen. Nehmt, wie der Anlass ist. So, jetzt bei der Serviette nehmen wir jetzt die oberste Lage, die bestempelt wurde, und den Rest kommt in den Müll. So, und jetzt suchen wir uns einen geeigneten Platz raus, am besten ein Stück weiter oben, wenn wir dann so wie bei der unten noch verzieren wollen. Das ist das Motiv gleich wieder weg. So, jetzt ein Stück Backpapier, wird es draufgelegt. Ein bisschen lauter und hinten einfach mit die Hände so zusammenknüllen,
und so straff ziehen, dass das Motiv, also dass die Back, dieses Backpapier keine Falten schlägt, weil es sollte jetzt doch mal der Wachs ein bisschen flüssiger werden, hat man sofort diese Falten drin von dem Backpapier, was etwas unschön ist. So, und jetzt machen wir ein bisschen Krach. Und zwar, jetzt versuchen wir die Serviette mit dem Hirsch oder Elch oder was auch immer das sein soll. Auf jeden Fall Dasher heißt der. Einzuschmelzen sozusagen. Mit dem Finger drüber gehen, dass nochmal so ein bisschen eingedrückt wird. Es gibt leider kein Patentrezept von wegen, wie nah man den Föhn ranhalten soll oder wie lange man föhnen soll. Ihr müsst halt schauen, dass der Rahmen von der Serviette, also beim Einbackpapier ist das zum Beispiel ersichtlich, wenn dieser Rahmen von der Serviette verschwindet und das Motiv selber so einen etwas dunkleren Ton bekommt. Also so ähnlich, es sieht eher aus so, dass das wie feucht wird. Und dann wisst ihr schon, da braucht es jetzt nicht mehr drüber gehen, das schmilzt gerade in das Wachs ein. Jetzt ziehen wir das Backpapier langsam ab. So. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts? Nee. So, wie man sieht, ist das jetzt... als wäre die so gekauft. Bei der sehe ich jetzt gerade, die glänzt sehr, die Kerze, was bei den anderen jetzt nicht, die ich gemacht habe. Jetzt sieht man halt, dass das Motiv ist halt ein bisschen matt, so ringsrum. Aber ich nehme mal an, wenn man jetzt noch ein paar Flocken mit drauf macht an verschiedenen Stellen, dann fällt es dann nicht mehr so auf. Ja, ansonsten aufpassen, wenn ihr das mit dem Heißluftföhn macht auf eure Hände, dass ihr nicht irgendwie verbrennt. Es ist doch schon arg heiß. Und ansonsten gibt es nichts weiter dazu zu erklären. Ist eigentlich ziemlich einfach und wie man jetzt hier sieht, habe ich jetzt noch so kleine Halsperlen zum Beispiel mit drauf. Die halten ganz gut auf dem Wachs. Könnte man jetzt hier auch im Geweih vielleicht noch machen. So als kleine Hingucker. Ja, dann zum Schluss noch Papier drumherum oder einfach nur ein Band. Und dann ist die Kerze eigentlich fertig. Wichtig ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Teelicht macht. Soll ich mal kurz... ganz normales Teelicht nehmen, das Alu-Ding, die Aluschale weg vorher, den Docht auch rausziehen, so, und dann müsstet ihr ein Motiv finden, was halt genauso groß ist wie das Wachs selber. Alles, was drüber steht, wegschneiden, weil denkt halt auch hier dran, das Backpapier straff drüber ziehen, weil sobald dieses Wachs schmilzt schneller, habe ich festgestellt, als wie bei den Kerzen, dann kann es schneller passieren, dass man dann so richtige Nasen und Ecken an den Rändern hat, wenn man das nicht wegschneidet vorher. Ansonsten gibt es hier nichts weiter zu beachten. Das Motiv drauf, das Backpapier drüber, unten zuziehen, straff halten, wieder auf die Finger aufpassen, wenn ihr mit dem Föhn arbeitet, und dann abziehen. Nochmal von hinten mit irgendeinem Piekser oder so nochmal durchgehen, weil das Loch dann zu ist. Den Docht einfach wieder reinschieben und dann ist das Teelicht dann auch fertig. Und wie ihr hier seht, einfach nur noch Papier habe ich dann vorher noch gewellt und einfach drum rumkleben. Das
schaut dann auch nochmal ganz gut aus. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht probiert habe, wenn man jetzt so ein Teelicht anzündet, was passiert? Ich nehme mal an, dass das Stück von der Serviette einfach nur kurz Puff macht und dann weg ist. Also sollte ich jetzt demnächst noch probieren, werde ich das noch mit unter das Video schreiben, dass ihr nicht daheim irgendwie, dass da irgendwelche Probleme entstehen. Aber mei, der zündet so ein hübsches Teelicht an. Ne? So, ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ja, eigentlich jetzt nichts. Nee, also je nachdem, was ihr für einen Anlass habt, ob jetzt gerade zu Weihnachten oder Taufe oder Geburtstag oder was weiß ich, immer auf Serviette stempeln, ausschneiden, die oberste Lage wegnehmen, auf die Kerze legen, mit Packpapier drumherum und dann mit einem Heißluftföhn oder normalen Föhn bearbeiten. Und dann hat man ein wunderschönes Geschenk. Ja, solltet ihr irgendwelche Fragen haben, dann meldet euch einfach in den Kommentaren von YouTube oder in meinem Blog von stempelwiese.de. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder ihr wisst, was unbedingt noch mit dazu gesagt werden soll, dann meldet euch auch. Vielleicht kann ich das noch irgendwie mit einbauen oder zumindest beim Video mit drunter schreiben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und würde mich freuen, einige Werke von euch mal zu sehen, sei es per E-Mail oder ihr schickt mir einfach einen Link zu eurem Blog. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder Nachmittag und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ciao!